Hallo, hier ist wieder Commander Breaker mit einem neuen Video. Ja, wieder mal ein Plattenmog. Ja, falls ihr jetzt noch nicht fragen, ja, macht ihr nämlich nur noch ein Plattenmog oder Minimogs? Schaut in mein letztes Update, da habe ich es erklärt, warum. Ja, also dann, ja, es spielt hier auf so einem Planeten, wo halt bewachsen ist und halt überall Hügel sind. Das ist hier in so einer Gebirgsenge hier so. Hier sieht man, dass die beiden Felsen hier so sich zusammen treiben und so. Hier noch die Lücke ist. Ja, und hier sind meine 501. Truppe. Also, ja, die haben halt blauen Arme. Ja, und die sind da gerade mit den Speedern durchgefahren und da haben hier die Droiden sie überrascht. Ja, also haben wir hier erstmal so einen langen Gebirgszug. Ja, finde ich, sieht ganz gut aus. Vor allem der Hügel hier. Ja. Und hier ist er eine Speeder reingerauscht in den Hügel und hat das Brennen angefangen. Der Klon konnte jetzt noch abspringen. Und ja, rennt jetzt halt wieder nach hinten. Ja, und beugt sich so, damit er so ein bisschen noch Deckung hat. Sag ich mal. Ja. Gut. Dann haben wir hier ein paar Droiden. Unsere Superkampfdroiden. Ja, greifen halt an. Dann haben wir hier wieder so einen kleinen Hügel. Ja, und dann haben wir hier den Speeder von Captain Rex. Der hat den hier so quer aufgestellt, damit er sich dahinter verstecken kann. Ja, und er schießt jetzt hier die Droiden ab. Ja, hier liegt schon ein toter Droide. Hier drüben. Ja. Und hier kommen dann noch zwei Klone. Hier einer mit Scharfschützengewehr von hier drüben. Und von da. Und der hat hier schon die eine Granate hier geworfen. Hier, die so halt in der Luft schwebt. Das hier soll halt durchsichtig sein. Da. Das. Ja. Und die wird dann auch gleich. Ja. Hochgehen. Sozusagen. Und der hat dann hier auch diesen Androiden schon erschossen. Ja, dann hier noch alles voller Bäume. Also ich habe das jetzt nicht so detailliert gemacht wie in meinen letzten Mogs, dass alles nur braun oder grün halt ist. Also so, dass man überhaupt nichts draus mehr sieht, sondern ich habe halt hier einfach die ganzen Pflanzen da drüber gebaut, weil es ja bewachsen ist. Es ist ja so eine graue, einöde Landschaft, wo halt bewachsen ist. Ja. Gut, und das war's dann schon wieder von mir. Nochmal kurzer Überblick. Jo. Und dann kommentieren, abonnieren, bewerten. Und noch zum Schluss Abo-Empfehlungen an Mr. Commander Wolf 636, Commander Green 90, Lego Nikki und Mr. Captain Rex 11. Genau. Ja, und abonniert sie auch, coole YouTuber und bis zum nächsten Mal. Ciao.